zwei, also drei Intros gemacht und ich finde es echt gut gelungen. Also der Junge ist echt talentiert, meiner Meinung nach. Und alles sonst, ja. Dann fängt Martin jetzt fast nicht fertig. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der liebe Jonas, der mir das Intro gemacht hat. Und zwar Senji D, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Fehler gemacht habe beim Aussprechen oder so. Und den werde ich auch in der Infobox verlinken, also geht gerne mal drauf. Ich würde mich freuen, er würde sich freuen und er hat es verdient, meiner Meinung nach. Also das ist wirklich jemand, der meiner Meinung nach sehr talentiert ist. Und ja, was ich jetzt auch schon viermal erwähnt habe, war, dass in den Kommentaren gewünscht wurde, dass ich PvP mache, was ich ja gerade im Hintergrund tue. Und was auch ein Wunsch war, war, dass ich Blade & Soul als komplettes Projekt von vorne anfange. Also mir einen Charakter erstelle auf einem anderen Account, wo ich Platz habe, um mir einen Charakter zu erstellen. Das Ganze mit euch zusammen und dann diesen Charakter hochziehe bis aufs High Level. Und das wird zwar ewig lange dauern, aber man könnte es theoretisch machen. Ich hätte Bock drauf, ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ja, ich weiß nicht. Ist halt nur die Frage, ob sich das bisher nur einer wünscht oder ob da mehrere Bock drauf hätten. Weil wenn mehrere Bock drauf hätten, dann könnte man das sehr gerne machen. Also wie gesagt, ich fände es sehr, sehr nice. Und joa, ihr müsstet mir dann nur sagen, ob ich noch, also ob ich eine Klasse nehmen soll, die ich schon habe. Also einen Piktierer oder einen hier Beschwörer wie die. Oder einen Elementmagier wie die, in denen ich in den letzten Teilen gespielt habe. Oder eventuell was ganz Neues, weil es gibt ja auch noch den Klingenmeister, das ist diese Person hier. Dann gibt es auch noch den Klingentänzer, genau, das ist dann quasi so die schnellere, krassere, magiereichere Variante. Und dann gibt es auch noch den Zerstörer, der hat eine riesige Axt. Es gibt den Kung-Fu-Meister, der ist halt Kung-Fu-Meister und ziemlich nice, meiner Meinung nach. Den würde ich auch richtig gern spielen. Und dann gibt es den Assassinen. Den könnte man natürlich auch nehmen. Allerdings ist der Assassine nicht in meiner Klasse. Ja. Ich glaube, ich hätte damit jetzt alle. Wenn ich irgendwas vergessen habe, tut mir leid. Ich habe es in den vier Versionen davor auf jeden Fall nicht vergessen. Ihr seid für die Meisterschaft der Kampf. So, Leonie, ich muss dich mal kurz stören, weil ich mein Handy suche und es auch schon gefunden habe. Viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Ich spiele quasi gegen meine eigene Lieblingsklasse. Und die ist fucking gut. Nein. Oh. Ich muss definitiv mehr den Blocker benutzen. Das ging ja jetzt überhaupt gar nicht klar. Spiel wird vorbereitet. Ich habe übrigens auch schon dreimal Dungeon gemacht und 50.000 mal PvP gezockt, aber wie gesagt, das hat halt nicht aufgenommen. Das ist halt so das Problemchen. Yay, ich habe gewonnen. Also wie gesagt, der Blocker ist bei gerade Elementschaden unglaublich wichtig. Deswegen setze ich den jetzt auch häufiger ein. Und ja. Ihr müsstet auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ich so für ein Horrorspiel spielen soll, falls ihr da nochmal Bock drauf habt. Weil bisher habe ich eigentlich sehr, sehr wenige Vorschläge. Von einer Person, mit der ich privat auch Kontakt habe, kam zum Beispiel der Vorschlag The Devil Within. Das Spiel finde ich mega gut, deswegen wäre das eine Idee, meiner Meinung nach. Versuch es später noch einmal.
Ja. Und ansonsten, keine Ahnung, macht Vorschläge, schreibt sie in die Kommentare und ja. Sagt mir mal, ob ihr dieses Spiel als Let's Play haben wollt. Und nein, LOL und WoW werde ich demnächst nicht spielen. Es tut mir leid, aber nein. Ja. Suche nach einem Spiel. Wir können auch gleich nochmal die Instanz machen, die war nämlich echt cool, meiner Meinung nach. Also, das ist die Vipernhöhle. Ist jetzt nicht so spektakulär wie zum Beispiel der Tower von Mushin, da, der Turm. Aber ihr seid für die Meisterschaft der Kampfkünste angemeldet. Nein, nein, ich hasse Nachtklingen, also das sind halt Assassinen als Gegner. Das ist furchtbar, ich verliere eigentlich immer. Fuck. Die sind einfach zu schnell. Sie sind zu schnell, zu schnell. Oh ja, sie sind definitiv zu schnell. Oh fuck. Alter, nein, 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 ich wollte ausweichen. Ich wollte doch ausweichen. Oh Mann, ich hasse den Reklamophobie, uff, kacke. Ach ja, liebe Leute. Oh, mir ist so heiß, wegen diesen Softboxen. Ich sterb schon wieder. Och Mann, das ist doof. Sei mal jetzt nicht so kacke. Und der hat mich gar nicht eingefasst. Und der hat mich. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt. Machen wir noch den Dungeon oder machen wir eine reine PvP-Folge? Wir versuchen einfach noch einen Dungeon. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, liebe Leute, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was ich so machen soll. Weil sonst mache ich einfach das, was ich will und es könnte euch nicht gefallen. Oder ich mache einfach das, was ich will. Wenn euch das auch nicht stört. Aber ihr seid ja meine Community, deswegen habt ihr da ja auch Mitentscheidungsrecht, meiner Meinung nach. Und es wäre wunderbar, wenn mir irgendjemand sagen könnte, wie ich zum Tower of Machine komme. Ich bin so behindert, dass ich da nicht hinkomme. Wieso ist die Vipernhöhle jetzt nicht mehr? Hä? Wieso geht die nicht mehr? Hä? Ich hab doch gar keine Gruppe. Scheuert? Hallo? Aber. Ja gut, das verstehe ich jetzt nicht. Da würde ich jetzt ganz ehrlich nochmal rausgehen und schauen, ob das gleich so geht, wenn ich da nochmal reingehe. Das könnte hier sein. Aber da war ich gerade eben drin, deswegen kann es nicht sein, dass ich da nicht reinkomme. Ach ja. Mir ist zu warm. Zu warm. Zu warm. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Gut.
Gut. Na gut, das war's eigentlich auch schon, was ich verkaufen kann. Ich brauche dringend ein Lager. Dringend. Ja. Ups, zwei wollte ich gar nicht aufmachen. Euer Inventar ja, ist gut. Geil, jetzt habe ich wirklich gar keinen Platz mehr. Ah, Savinia! Wo ist denn hier das nächste Lager? Achso, da wollte ich gar nicht hin. Jetzt fühle ich mich gerade blind. Ja. Ja, ich fühle mich gerade definitiv doof. Ach Mensch, warum habe ich denn keinen Platz mehr? Ich gehe einfach mal wieder raus und laufe da hinten hin zu diesem Punkt, an dem ich noch nicht war. Ich schätze, wir schaffen dann heute leider nicht mehr so viel in dieser Folge, weil ich nicht allzu lange aufnehmen kann, weil wie gesagt alles rumspinnt. Aber ich habe wirklich sehr viel Mühe reingesteckt, überhaupt aufnehmen zu können. Ach ja. Und ich kränkele etwas rum, deswegen ich wundere. Und ich bin vorher mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, deswegen laber ich sowieso noch mehr Scheiße. Also halt, ich laber noch mehr Scheiße sowieso schon so rum. Boah. Komm ich von hier aus zum Tower? Das wäre ja krass. Ah, hier kann man die Teile. Nice. Der sieht cool aus. Und der ist besser als meiner, oder? Sturmstab der Sirene. Das ist ja mega cool. Boah. Interessant. Hoppala. Das ist jetzt Versorgungslager, eine schwarze Ramme. Gibt's hier auch irgendwo eventuell? Nein.